Du besitzt die angeborene Fähigkeit, tiefgreifende Liebe und Mitgefühl in dieser Welt auszustrahlen. Aber Liebe zu verkörpern ist eine transformative Reise, die in uns selbst beginnt. Eine Reise der Selbsterforschung, der Selbstfindung, des Aufbrechens einschränkender Glaubenssätze und des Öffnens der unendlichen Quelle der Liebe in unseren Herzen. Liebe zu verkörpern ist eine Praxis, in der wir uns kontinuierlich in einem Kreislauf von Akzeptanz, Präsenz, Vergebung und offenem Herzen selbst begegnen. Willkommen im Raum der verkörperten Liebe, eine 7-tägige, gefühlte, körperliche Erfahrungsreise, die dich zu mehr Selbstakzeptanz, innerem Frieden und zu tieferer Selbstliebe führen möchte. Diese 7-tägige Reise lädt dich dabei ein, auf eine Erkundung deines emotionalen und körperlichen Seins zu gehen. Wir werden uns gemeinsam daran erinnern, dass wir Liebe sind und durch die innere Transformation wird sich unser äußerer Ausdruck verändern. Gemeinsam werden wir die gefühlten Qualitäten der Liebe erforschen und das durch tägliche verkörperte Yoga-Klassen, eine transformative Meditation, geführte Journal-Fragen und ein Ritual zur Selbstliebe. Auf dieser Reise werden wir uns mit unserer Sinnlichkeit, unserer Intuition, unserer somatischen Weisheit und natürlich unserem wundervollen Herzen verbinden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch auf diese wundervolle Reise zu gehen. Wir beginnen heute im Fersensitz. Leg dann hier direkt eine Hand auf dein Herz und eine auf deinen Bauch und dann schließ ganz sanft die Augen. Nimm hier gerade einfach nur wahr, wie dein Atem gerade ist. Ohne ihn verändern zu wollen, werde einfach präsent. Wir beginnen mit unserer dreiteiligen Atmung. Atme durch den Bauch ein, dann in die Rippen, in die Brust und aus durch die Brust, die Rippen, den Bauch. Mach weiter genauso, atme ein, Bauch, Rippen, Brust, füll dich aus. Ausatmen, Brust, Rippen, Bauch. Atme ein, füll den Bauch, die Rippen, lass den Atem nach oben in die Brust steigen. Atme aus, Brust, Rippen, Bauch. Ein letztes Mal, Bauch, Rippen, Brust, füll dich ganz aus. Ausatmen, Brust, Rippen, Bauch. Löse deine Hände auf, leg sie auf deine Oberschenkel. Dann beginn hier langsam die linke Schulter nach hinten zu rollen, nach links zu blicken und dann die rechte Schulter langsam nach hinten zu rollen und über deine rechte Schulter zu blicken. Und dann lade ich dich hier dazu ein, genau hier zu bleiben, in dieser langsamen, fließenden Bewegung von links nach rechts und dabei die Augen zu schließen. Im Wechsel eine Schulter an dich ran und dann nach hinten zu rollen und dann die andere. Und während du dich hier langsam bewegst, werde immer bewusster, komm immer mehr in deinem Körper an. Nimm auch die kleinsten Sensationen in dir drin wahr.
Ein letztes Mal auf jeder Seite, roll die linke Schulter nach hinten und dann die rechte. Löse auf, bring von hier deine Knie mattenbreit, stell deine Hände vor dir auf die Matte und dann lade ich dich hier dazu ein paar intuitive Bewegungen zu finden. Und die müssen auch nicht groß sein, die können ganz sanft sein, ganz subtil. Zieh vielleicht Spiralen, zieh vielleicht Kreise mit deiner Wirbelsäule. Entdecke, wie fühlt sich dein Körper an? Wie möchte dein Körper bewegt werden? Nimm wahr. Dringe in die subtilen Schichten der Empfindungen vor, die ganz kleinen, ganz subtilen Dinge, die du spüren kannst. Verbinde dich mit deinen Schultern, mit deinen Armen, mit deinem Nacken. Was kannst du wahrnehmen, während du dich bewegst? Und dann stülp deine Zehen um und komm auf deine Fingerspitzen nach oben. Dieselbe Bewegung, nur haben wir jetzt die Basis verändert. Bleib also in deinen intuitiven Kreisen, deinen Spiralen, was auch immer für eine Bewegung jetzt gerade aus deinem Körper herauskommen möchte. Bleib präsent mit allem, was du spürst. Roll dich bei der nächsten Einatmung wie eine Schlange langsam nach oben. Komm auf deine Knie, zieh die Ellenbogen zurück, öffne dein Herz, ausatmen, fließ nach unten. Nochmal, roll dich auf wie eine Schlange. Komm ins Hohlkreuz, zieh die Ellenbogen zurück, ausatmen, fließ wie Honig zurück nach unten. Einatmen, roll nach oben langsam, öffne die Ellenbogen, öffne das Herz, ausatmen, senk dich ab. Bleib in dieser Bewegung, finde deinen eigenen Rhythmus. Versuche nicht in die Stille zu gehen, sondern dich die ganze Zeit über zu bewegen. Wenn du das nächste Mal ausatmest, lande mit deinen Händen wieder auf der Matte. Dann beginn damit ganz langsam deinen Körper nach vorne fließen zu lassen, als würdest du ihn über der Matte ausgießen. Komm in Bauchlage, bring die Hände unter deine Schulterblätter. Atme ein, drehende Kobra, Blick über deine linke Schulter. Ausatmen, senk ab. Einatmen, drehende Kobra, Blick über die rechte Schulter. Ausatmen, fließ nach unten. Einatmen, links. Ausatmen, fließ. Einatmen, rechts. Ausatmen, senk ab. Diesmal, wenn du einatmest, drück dich in eine normale Kobra, komm vielleicht noch ein Stück weiter nach oben. Und vielleicht tut es dir hier gut, ein paar ganz sanfte Bewegungen von links nach rechts mit deinen Schultern zu finden. Dann drück in deine Hände, komm zurück auf deine Knie, bring deine Knie mattenbreit und finde den Weg in eine Kindshaltung. Leg die Stirn auf der Matte ab. Werde weich, werde sanft. Finde ganz sanfte, subtile Bewegungen von links nach rechts. Bei der nächsten Einatmung heb deinen Oberkörper an, stülp die Zehen um, schieb die Hüften nach hinten und oben, komm in deinen herunterschauenden Hund. Und beginne hier direkt damit, in der Bewegung zu bleiben. Beug deine Beine, kreis deine Hüften, deine Schultern, deinen Oberkörper.
Versuch hier für einen Moment das Bild von einem herunterschauenden Hund, was du im Kopf hast, loszulassen und dich selbst hier neu zu entdecken. In welche Formen kann dein Körper hier fließen, in denen er vielleicht noch nie war? Lass dein Körper dich bewegen und geh mit dem Kopf aus dem Weg. Du musst nicht auf den Bildschirm schauen, was ich tue, sondern dich mit der Weisheit, die in dir selbst ist, verbinden. Und dann finde hier vielleicht Stille für einen vollen Atemzug. Und am Ende deiner Ausatmung kannst du damit beginnen, langsam in kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte zu laufen. Und ich lade dich hier dazu ein, so viel Bewusstsein auf deine Fußsohlen zu bringen. Wie fühlt es sich an, sie zu erden, sie abzurollen, zu gehen? Können alle deine 10 Zehen die Matte berühren? Lande mit deinen Füßen mattenbreit, bleib in deiner Vorbeuge, bewege dich ganz sanft hin und her. Finde auch hier wieder ein paar intuitive Bewegungen, um anzukommen, um hier zu landen. Werde noch präsenter. Begradige bei der nächsten Einatmung deine Wirbelsäule, blick nach vorne, beug die Beine, Bauch auf deine Oberschenkel, ausatmen, Vorbeuge. Nochmal atme ein, blick nach vorne, begradige den Rücken, Bauch zum Oberschenkel, ausatmen, Vorbeuge. Mach das noch ein paar Mal. Spür, wie du in der Vorbeuge jedes Mal ein bisschen tiefer gehen kannst. Und dann lass deine linke Hand geerdet, beug dein linkes Bein und streck den rechten Arm lang nach oben aus. Fließ zurück zur Mitte, atme ein, zieh den linken Arm nach oben, beug das rechte Bein. Ausatmen, Mitte, wir bewegen uns mit der Atmung. Einatmen, zieh den rechten Arm nach oben, beug das linke Bein. Ausatmen, fließ zur Mitte. Einatmen, heb den linken Arm, aus, senk ab. Einatmen, rechter Arm Richtung Decke, aus, senk ab. Zieh ein letztes Mal deinen linken Arm lang nach oben und wenn du ausatmest, lande wieder in deiner Vorbeuge. Beug langsam deine Beine, senk deine Hüften ab, lande in deinem Malasana. Bring die Hände vor der Brust zusammen, deine Ellenbogen, schieben deine Knie weiter auseinander. Dein Steißbein ist schwer, zieht nach unten, deine Kopfkrone ist lang und fließt Richtung Decke. Bleib präsent in deinem Körper, bleib hier im Jetzt. Bring dein Bewusstsein zu deinem Beckenboden, zu deinem Schoßraum und finde hier Weichheit, Öffnung. Und spür, wie die Öffnung dort deinen Hüften hilft, sich noch mehr zu öffnen, deinen Knien noch weiter auseinander zu gehen. Alles in deinem Körper ist verbunden. Zieh langsam die Arme nach vorne und dann setz dich auf deine Matte. Bring deine Füße zusammen, lass deine Knie sich öffnen, deine Fußsohlen berühren sich. Stell deine Hände gern vor dir auf der Matte ab oder greif deine Füße. Und dann beginne auch hier wieder ein paar ganz intuitive, sanfte Bewegungen einzuladen. Beweg dich vor und zurück, hin und her. Vielleicht drehst du dich auch sanft auf. Entdecke deinen Körper. Geh noch tiefer. Werde noch präsenter
mit allem, was du spürst. Und dann lauf hier vielleicht deine Hände immer weiter, langsam nach vorn. Je mehr du dich sanft hin und her bewegst, desto einfacher wird es deinen Hüften fallen, sich zu öffnen. Schau, ob dir die Stille hier dient und wenn ja, dann nimm sie dir bitte. Und wenn du in Stille bist, dann verbinde dich hier noch mehr mit deinem inneren Bewusstsein. Was passiert gerade in deinem Körper? Was passiert in deinen Hüften, in deinem Rücken, in deinen Schultern, in deinem Nacken? Was kannst du spüren? Nimm einen letzten tiefen Atemzug. Und wenn sich deine Lunge leert, dann heb langsam deinen Kopf nach oben. Rück vielleicht ein Stück nach vorn und dann lass deine Beine da, wo sie sind und komm langsam in Rückenlage und lande in deinem Subdabada Konasana, deinem Schmetterling. Leg deine Hände hier ganz intuitiv auf deinem Körper ab, wo auch immer du sie gerade brauchst, und dann schließ die Augen. Versuch, deinen Körper nicht zu verlassen, sondern in ihm präsent zu bleiben. Und schau, ob du jetzt gerade noch kleinere Empfindungen wahrnehmen kannst. Empfindungen, die so klein sind, so subtil sind, dass du sie am Anfang dieser Klasse vielleicht nicht wahrgenommen hast. Aber jetzt hörst du sie. Jetzt spürst du sie. Wir können in unserer Präsenz immer eine Stufe tiefer gehen. Es gibt immer noch mehr in dir selbst zu entdecken. Es gibt ein ganzes Universum in dir selbst. Bleibe präsent und hör zu. Und dann finde langsam die Außenseite deiner Oberschenkel, zieh deine Knie zusammen und dann begradige hier direkt deine Beine. Zieh deine Arme lang nach oben, leg sie in einer V-Form über deinen Kopf, so als wärst du ein riesengroßer Stern, der gerade auf dem Boden ausgekippt wurde. Spüre alle Teile deines Körpers, die jetzt gerade den Boden und die Matte berühren. Gib dich vollkommen hin. Lass vollständig los. Entspanne ganz bewusst alle Muskeln in deinem Körper. Lass hier ganz bewusst jede letzte Anspannung los. Nimm wahr, wie dein ganzer Körper weich wird und nimm wahr, wie er sich dadurch öffnet, wie er sich für die Liebe öffnet, wie er sich öffnet, damit er von der Liebe ausgefüllt werden kann.
Bring dein Bewusstsein wieder zu deiner Atmung. Spür, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Finde wieder zurück zu ein paar Spannungen in deinen Muskeln, damit du deine Arme lang über deinen Kopf ziehen kannst, dich dehnen kannst. Und dann beug hier deine Beine und komm in deiner eigenen Art und Weise zurück nach oben in einen Schneidersitz. Bleib durch jede Bewegung hindurch präsent in deinem Körper. Werde dir selbst so bewusst, dass du dein Herz in deinem Körper schlagen spüren kannst. Bring mit der nächsten Einatmung deine Arme lang nach oben über deinen Kopf. Atme aus, bring die Hände geschlossen vor deine Stirn. Möge ich heute liebevolle Gedanken haben. Bring deine Handflächen vor deinen Mund. Möge ich heute liebevolle Worte sprechen. Und dann bring deine Hände geschlossen vor dein Herz. Möge ich heute Liebe verkörpern. Danke, dass du mich an Tag 1 unserer Reise begleitet hast. Ich freue mich, dich morgen wiederzusehen. Namaste.